Und der Raum sieht auch schon schön eingerichtet aus. Den brauchen wir gar nicht mal vergrößern oder so. Wir brauchen bloß diesen Raum als Sprungbrett. Wir können von hier aus dann in den Raum graben und dann immer tiefer. Wo ist mein Bogen? Ah, da ist mein Armbrustschütze immer irgendwo hinten. Komm, geh mal. Der latscht wieder irgendwo außerhalb von der Reichweite. Ja, das sind tolle Armbrustschützen, die können einfach durch Wände durchschießen, was ich praktisch finde. Außer sie spacken hier so rum. So, habe ich Fallenbau jetzt eigentlich freigeschalten? Ja, habe ich. Also kann ich theoretisch erstmal Sachen hier verkaufen. Dann gibt es hier feine Steinleitern. Nach unten, so. Und die holen schon mal den Zwerg raus. Ich kann die Tür hier verkaufen. Kann eigentlich den gesamten Raum hier leer machen. Und kann jetzt von hier oben aus die Sachen da unten verschieben. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Da war ein Kriegerzwerg drin. Cool. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, sie hier unten zu bauen, die Sachen. Also einfach meinen Bauarbeiter-Zwerg da runter zu teleportieren. So. Betten hätten wir schon mal. Jetzt fehlt noch der Esstisch. So. Und ums Training sollten wir uns auch mal wieder kümmern. Wir haben ja genug Eisen. Mehr als genug Eisen. Und Gold. Um 4 Trainingspuppen aufzubauen. Dann gehen wir mal kurz zu unserem Handwerkszwerg. Helfen, dem mal schnell dahin zu kommen. So, der baut für uns da ganz schnell die Sachen auf. Dann können wir ihn wieder zurück nach Hause schicken. Weil mehr müssen wir hier unten eh nicht machen. So, wir können wieder Holz verkaufen. Ich habe jetzt eine ganze Menge Holz verkauft. So. Als nächstes Generatoren, weil ich möchte gerne ein paar Fallen aufstellen. Sicher ist sicher. Generatoren, wo baue ich die am besten hin? Ah, das ist die gute... ins Esszimmer, da stören sie sicher nicht. Also Verteidigung, Generatoren. Die bringen sogar eine gewisse Happiness. Ja, machen wir einfach mal einen Blitzgenerator hier hin. Oh Gott, ist der groß. Ne, ich baue die dann doch lieber hier hin. Und ein paar kleine Turmalin-Generatoren. So. Dadurch kriege ich Strom und kann hier dann etwas absichern. Wenn wir nämlich dann hier lang graben. So, hier rein. Und ja, er ist fleißig dabei, den Generator zu bauen. Gucken wir mal schon mal nach Fallen, die wir bauen könnten. Also ja, ich werde wahrscheinlich auf Pfeilfallen hauptsächlich setzen, weil alles andere... Und vielleicht noch ein paar Klingenfallen in den Boden. Jo. Ah, nebenbei, was wir noch brauchen natürlich, ist ein Wachraum. Dass meine...
4 Krieger sind es mittlerweile? Nicht abdriften. Genau. Gut, wir haben Stromgeneratoren. Das ist schon mal 250 Strom. Das ist sehr gut. Und hier ist E-Bedrock. Also ja, den Gang hier werde ich ein bisschen mit Generatoren mit Fallen sichern. Und sicherheitshalber auch eine Tür davor setzen. Eine massive Tür. So. Die Jungs da unten sind happy. Ich reiß mal den Goldtopf hier ab. Habt ihr jetzt keine Lust zu üben mehr oder was? Ah, jetzt geht ihr üben. Na gut, dann reiße ich mal am besten das Ding hier ein. Oder ich habe es aus Versehen falsch aufgestellt und die sind nicht rangekommen. Stell ich es mal hier hin. Oder am besten hier in die Ecke. So, jetzt kann ich Fallen platzieren, wenn er schon mal hier ist. Nicht Wände fallen. So. Mach mal 3 von der Sorte. Und 2 von den Bodenklingen fallen. Hier vor die Tür. So. Bisschen Absicherung muss ja sein. Und der ist schon Level 6 geworden. Das ist sehr schön. Der kommt auch mittlerweile. Und die Tür sollte auch passierbar sein, weil sonst kommen die Zwerge nicht durch. Das ist übrigens ein bisschen blöd. Die Tür ist nämlich jetzt auch für Gegner passierbar. So, meine 4 Zwerge sind jetzt fleißig am Üben. Dich kann ich jetzt wieder zum Prinzen schicken. So, weil jetzt wirst du definitiv da unten nicht mehr gebraucht. Und wir haben genug, um die Spitzhacken der Bergarbeiter besser zu machen. Na komm, wir brauchen mehr Gold. Gab mal das Gold hier aus. Und am besten das Gold hier auch noch. Und ich stelle schon mal eine Leiter auf. Na, gab doch gleich das Turmalin da noch aus. Jawohl, da sind die nämlich auch beschäftigt. Sehr gut. Na komm, dann bauen wir noch mal hier frische Trainingspuppen auf. Und am besten auch gleich den Handwerkszwerg hin. Ich möchte nämlich den einen gern auf Level 10 haben, so bald wie möglich.
Ah, hier ist da schön viel Eisen noch drunter. Und noch mehr Gold. Und da ist auch jede Menge Gold. Da sind Goblins, die nicht kommen wollen. Warum kommen die nicht? Ich meine, im Weg steht ja nichts im Augenblick. Oder wollen die nicht kommen wegen der Türe? Ja. Jetzt haben sie sich da oben hingeportet. Das ist nicht schön. Und jetzt dauert das ein bisschen, bis die Zeit abgelaufen ist. Aber wenigstens sind meine Militär schon hier. Um sich mit ihnen zu battlen. Tja, so kann man auch Fallen umgehen. Das ist nicht so schön. Sind sie tot? Ja, scheinbar sind sie tot. Gut, 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 gut. Verkaufen wir wieder mal Zeug hier. Und jetzt können wir von hier aus... Das liegt eins höher. Aber das ist eigentlich egal. Können wir auch mal hier rein, noch reinbuddeln. Die Entfernung geht ja einigermaßen. Ich meine, der Wachraum ist hier und hier ist das Ding, wo wir reinbuddeln wollen. Und da müssen wir gucken, dass wir von hier aus nun tiefer kommen. Ja, am besten hier runter. Und ihn können wir jetzt zu einem Unsterblichen machen. Der Unsterbliche ist der widerstandsfähigste und hartnäckigste aller Zwerge. Ja, der braucht allerdings Drachenblut. Also ja, auf Level 15 können wir sie in die letzte Stufe ausheben. Du bist ja leider schon ein Kämpfer. Wo ist denn mein letzter Kämpfer? Der sucht sich da einen Stuhl. Na, auch schön. Haben sie jetzt schon da reingegraben, wo ich reingraben wollte? Jo, da sind wieder zwei Goblins. Die einen Fähigkeitspunkt bewachen. So, worin will ich als nächstes? Offensivstrategien, das wäre nicht schlecht, weil jetzt bräuchten wir eigentlich hauptsächlich nur noch Militär im Augenblick. Also warte ich noch den einen Punkt ab. Klau den Goblins das Essen und das Metall vor allen Dingen. Und gebe ihnen einen Weg zu uns. So. Oder warte, bis sie sich porten. Und poliere ihnen dann die großen Klappen. Der da hat gar keine Lust zu kämpfen.